So, einen wunderschönen Angezockt macht wieder einen Vlog. Bakken steht vor der Tür. Wir haben den 31.07. Montagmorgen. Ja, kurz um 2. 2.15 Uhr haben wir Abfahrt. Yeah! Ist auch noch einer. Dann waren wir hier. Dreieinhalb Stunden. So, also gegen 5 waren wir hier. Wir stehen jetzt seit 3,5 Stunden im Stau, also es ist jetzt 8.30 Uhr. Wir haben uns mal einen kleinen Snack geholt und schauen wir mal, wann wir hier weiter können. Wie ihr seht, es pisst. Ein Scheißdreck. Das ist Käse zum Aufbau. Ja, klar. Von daher, könnte auch schlimmer sein. Ne? Es ist nicht in Ordnung. Aber es könnte auch schlimmer sein. Könnte, hätte Fahrradkette. So, Innenaufnahme. Draußen ist es feucht. Erstmal Frühstück im Stau. So muss er laufen. Dost. Und ganz traditionell. Schinkenwurst. Ja, Wurst. Aber wir haben keine Teewurst, wir haben keinen Erdbeerkäse. Ach man. Naja. Ja, guten Hunger. Na, ja, was muss das sein? Ne? Sind knapp 3 Jahre. Mhm. Schauen wir mal. Wir müssen nur darauf achten, wenn die Porns losfahren, dass wir das Toast mal hier wenden. Ne? Juri, Juri. Guti, guti. Wir melden uns später nochmal. So. Ja. Tag 1. Aufbau. Nass. Diese Nachbarnstimme auch schon zu. Mal kurz gucken. Wir haben echt beschissenes Wetter. Aber gut, okay. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Also, so gut wie es ging, haben wir es aufgebaut. Irgendwie einigermaßen wasserfest gemacht, weil hier oben regnet das mega rein. Aber der Reißverschluss ist im Eimer. Und dementsprechend haben wir jetzt hier eine schöne kleine Wasserlache. Wie gesagt, Innenausbau müssen wir noch machen. Außenausbau ist erstmal fertig. Unsere Nachbarn, 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 auch Nachbarn. Ja, wie gesagt, kann ja auch rosig werden. Wenn es die ganze Zeit durchregnet, dann weiß ich noch nicht, ob wir einen Innenpool einbauen oder nicht. Also, komm, schauen wir mal. Ja. Wie gesagt, erstmal den Rest noch aufbauen, Bierchen rein, zwirbeln. Und dann ja, mein Bettchen holen und dann
gucken wir mal, ob wir die Woche überstehen mit dem Regen. So. Goodie. Ja, moin. So, wir haben jetzt ein bisschen den Innenausbau gemacht. Und ja, wir waren jetzt noch zu einem anderen Kollegen, weil Bändchen haben wir noch nicht. ja, so viel dazu. Es hat ein bisschen aufgehört zu rainen. Zu regnen. So, guck mal, hier so. Sofa steht, wie letztes Jahr auch, Tisch steht. Und jetzt, was ich letztes Jahr nämlich nicht dabei hatte, mein gigantisches Bett. Supi-dupi. Ja. Alles da, Soundbox, Strom. Lade gerade hier für nachher meine GoPro auf. Die Aufnahmen nachher noch und dann passt das. Knick-knack. Da ist Hans Wurst wieder zurück. Hi. So, von mir nochmal ein kleines Update. Wir haben jetzt Montagabend. Fast 20 Uhr. Unser dritter Kollege, Camp Partner, stand bis jetzt im Stau. Von dem Bus Shuttle hier, von Itzehoe hierher. Das ist Katastrophe. Keiner kommt mehr irgendwie über die Zufahrtswege rüber. Die Bauern, die wollen jetzt, so wie ich gehört habe, jetzt die ganzen Zufahrtswege und die ganzen Wege hier um die Camps eben halt mit Rindenmulch vollballern. So, natürlich auch ein paar Stunden oder bis in die Nacht rein. Schauen wir mal. Und ja, wenn er da ist, dann bauen wir erstmal sein Zelt auf, seine Sachen verstauen und dann, wie gesagt, Bändchen holen. Wir haben immer noch kein Bändchen. Weil jetzt, ja, wir wussten eigentlich nicht, wann er kommt. Dementsprechend ja, sind wir einfach mal gespannt. Und deswegen waren wir die ganze Zeit hier im Camp und laufen dann mit ihm dann zur Bändchenausgabe. Dann müssen wir noch zum Farmer Market Hähnchenbrustfilet holen für den Abendessen heute Abend. Heute Abend, der Abend ist heute Abend. Nee, okay. Und sein Bier müssen wir noch holen. Okay. Ja. Ich habe mir erstmal eine lange Hose da geflöppelt. Und ja. Komm, wir gucken nur so doof aus der Wäsche. Was geht hier schon wieder ab? Oder was? Du brauchst jetzt nicht extra dich an mich ranzoomen. Nein, ich habe weggesucht, damit man dich mehr sieht. Ach so. This was shit. All the girls had to feel like this. Ne? And no holla bad girl. Du bist auch so ein holla bad girl, Alter. Dann haben wir eine neue Flasche Wasser geholt. Wir haben die Flips geholt. Ach ja. Sofa ist schon geil, oder? Ja. Alter. Nee, wie gesagt. Wenn wir nachher zur Bändchenausgabe ist, mache ich mit meiner GoPro eben halt Wegvideo und so weiter. Ja, ihr werdet ja sehen. Wird ein geiles Vlog dieses Jahr. Ein bisschen besser als letztes Jahr, hoffe ich. Mehr Material, dementsprechend mehr Video für euch. Leicht. Schauen wir mal. Gut. Bis später, Peter, Alligator, Leder, Mader oder so.
Was? Ich sag, du bist denn Sven. Okay, du bist ab sofort Sven. Du weißt, was ich meine. Mann, ey. Der kommt mal vom Scheiß aus Lyon oder was sowas, ey. Ah, Robbe kommt von Scheiße wieder. Ja, genau. Insider. Klassiker. Gotti. Bis später. So, meine lieben Leute. Oh, Mann. Wir haben es jetzt mittlerweile 23 Uhr. Und es schüttet hier wie aus Eimern. Also irgendwo. Also das ist Wacken 23. Mehr Rain als Schein. So. Oh, Käsekacke, Alter. Das Wasserproblem haben wir ein bisschen in den Griff gekriegt. Und ja. So. Oh, herrlich. Geil, du. Warte, warte. So. Pavillon auf 7:30, aber das Wasserproblem haben wir gelöst. Wir haben keine Wasserbeulen mehr da. Eine Regenrinne gebaut mit dem Eingang. Und ja, ich präsentiere Wacken 23. Juhu. Schöne Sache das. Käsekacke, Käse, Bese, Bese. Ja, wie gesagt, und unser Kompane, der ist erstmal irgendwo untergekommen und ja, hofft, dass irgendwie noch ein Ordner ihn noch irgendwie herbringt. Kollege hat sich erstmal aufs Ohr gehauen hier. Da in der Ecke liegt er. Ich habe ihm gesagt, er soll erstmal als erster ein paar Stunden pennen. Und weil ich muss ja wegen Yannick noch ein bisschen gucken. Ob der heute noch herkommt, weiß ich nicht. Also Zeltaufbau definitiv nicht mehr. Ja. Hoffen wir mal, dass er es noch schafft hierher. Hat er erstmal einen trockenen Platz erstmal. Und morgen sehen wir dann weiter, wie es ausschaut. Dann, wenn die nächste Katastrophe kommt, ich melde mich nochmal wieder. Bis dann. Einen wunderschönen guten Morgen. Tag 2 hier in Wacken. In Unterwasserwater. Judy. Oh, Nacht einigermaßen überstanden mit dem ganzen Regenwetter und so weiter und so fort. Knickknack, tralala. Ja. Wenn ich hier so reingucke, kann man mal sehen hier. Ja, alles Boden voll. Kleinere Pfützen, alles da. So. Das Gute ist, wenn wir mal schauen. So. Hat sich das zum Glück ein bisschen aufgeklärt. Endlich mal die Scheiße von gestern weg. Oder? Was? Endlich mal ein bisschen Sonne. Ja, herrlich. Wenn man so guckt. Wenn man denkt, was wir gestern die ganzen über 10 Stunden. Also, das ist unsere Konstruktion. Ja, hängt auf 7:30. Hat gestern den Sturm ein bisschen überstanden hier. Ja. Da wundert mich auch, dass der noch hält. Wie gesagt, wie ich ja gestern schon erwähnt habe, die Tür vom Zelt kriegen wir leider nicht dicht, aber gut. Wir machen das Beste draus. Janik heute noch. Bestimmt. Der Kollege kommt heute. Der hat sich gestern irgendwo unterstellen können oder sonst irgendwas. Und ja, gucken wir mal. Wie gesagt, heute Bändchenausgabe. Wenn das Wetter mitspielt, aber hoffen wir es mal, dass wir heute mal ein bisschen was leisten können. Guti. So, bei einmal Sache an sich. Ich mach mir Kaffee. Da. Kaffee, Filter, zap, yeah. Es gibt Kaffee rein. Das ist fein. Nicht zu viel, weil ich habe nur eine Tasse.
Wasser habe ich schon gekocht. Und das hier so war. Und dann kommt oben Wasser durch. Yay! So, unser Kollege ist mittlerweile da. Schlamm bedeckt, feucht. Und sein Zelt haben wir noch zu drei Viertel in der Sonne aufgebaut. Siehst du, jetzt ist unsere Truppe komplett. Wir haben Konstruktion 4.0 Regenschutz in eigener Sache gemacht. Pavillon haben wir jetzt rübergestellt, sodass das Wasser da an der Kante runterlaufen kann. Da oben stört mich das nicht, das kriegen wir nach vorne weg kompensiert. Ja. Und Wetter geil, oder? Ja, alles super. Nee, Wetter ist scheiße. Wattenwied labt und lebt. Letztes Jahr war besser. So, ja, lieber zu heiß als komplett Fritte. Aber ja, gut. Schauen wir mal. Die Bands zapp, zapp. Ja, leicht schon. Sind, vielleicht kann ich es auch da holen. So, Oplaza! Yay! Und es ist Matsche! So. Ja. Das ist Wann! Wir sind auf dem Weg ins Dorf, Merch zu Edeka und dann. Ja, wieder zurück, hauen wir über das Leben, ohne dass wir baden gehen. Guck mal, da sind die zwei anderen Spinner, mit denen ich unterwegs bin hier. Da beiden. Also von daher, knickknack, drinnen auch. Holy moly, Alter. Wie weit sind wir jetzt gelaufen? 1,5 Kilometer, 2 Kilometer? Boah, kommt denn rein. Und da? Und das ist da durch. Ist nicht überall so. Das ist verdammt anstrengend, Alter. Ist nicht überall so. Gummiduffis? Ja. Geiler als Gummiduffis. Weil der Vorteil an meinen Dingern ist, ja, ja. Ne? Da sehe ich mit meinen normalen Schuhen drin. Boah, ich den Überzieher. Da wollte ich ein Schuhkondom. Genau. Wir wollen auf Wacken rein. Haben wir, wie gesagt, zum Edeka. Richtig. Erstmal den Bus eindrecken. Mit Quatsch. Denn noch Geschirrhandtücher, klar. Ja. Beim Schwamm, Geschirrhandtuch und Spüli. Spüli, genau. Genau. Und neues Toilettenpapier oder beziehungsweise oder nehmen wir Bounties mit. Küchenrollen. Irgendwie sowas. Geil, genau. We'll be right back.
warm beim Edeka. Gefühlt 80 Kilometer gelaufen. Jetzt nochmal 160 zurück. Zum Plaza, zum Merch. Und einmal über Farmermarkt und dann ab. Wieder nach Hause. Erstmal Beine. Erstmal im Camp die Beine in Eiswasser halten oder sowas. Yay! Yeah. Schön hier bei meiner Gulfstream. Wir machen heute Hähnchen. Wir nehmen Creme Fraiche Kräuter, Creme Fraiche normal. Und geben den eigentlich eine Rührschüssel, aber ich nehme jetzt meinen Becher. Becher. Fresh nochmal. Oh, cream fresh cried, huh? Yeah, should have spit as a bit. That's not good. Fresh haben wir drin. Zum Edamer. Tomatoes! Schickpepper! Zwei Teelöffel. Die weiße Suppe. Mit ein bisschen Rot drin. Das klingt irgendwie perverser als gedacht. Silikoneinsatz. Und ballern die weiße Suppe da erstmal rein. Wow, steif als wir. Weiß nicht, ob das hätte flüssiger sein sollen. Ich glaube, das wird flüssiger, wenn wir es gekocht haben. Fresh. Schwimmst. Boah, Alter, ich komme noch fast geil, ja. Salmonellen, morgen incoming.
Biscuit. Das aufschneiden. Ja. Aber es wird ja so trocken töpfen. Ne? Gut, ich habe da jetzt vergessen, das Salz und Pfeffer reinzupacken, aber ist egal. Oder? Mit Salz und Pfeffer abschmecken das Ding. Rezept gegangen. Normalerweise habe ich auch kein Kilo Dings.